In wenigen Tagen ist Heiligabend, dann haben wir ein paar freie Tage und schon kommt Silvester und das Jahr ist vorbei. Ich möchte euch in diesem Video einmal Danke sagen, dass ihr mich unterstützt habt auf diesem Kanal. Und ich möchte euch auch noch zeigen, was nächstes Jahr ansteht und im darauffolgenden Jahr, denn das Projekt nimmt kein Ende. Und natürlich möchte ich euch auch zeigen, was dieses Jahr alles passiert ist. Wenn ich mir so meine Bestandsliste angucke, wie sie am Jahresanfang aussah und wie sie sich entwickelt hat über das Jahr 2021. Ich habe 24 Drosera-Arten, ich habe 5 Dionaea-Mutationen, 3 Nepenthes-Hybride und 24 Sarazenien, die sehr gut wachsen, mir ist noch keine eingegangen und viele davon habe ich auch mehrfach vorhanden, was natürlich meinem Vorhaben, was ich euch später erzählen werde, zugute kommt. Wenn du dir meine aktuelle Bestandsliste angucken möchtest, unten in der Videobeschreibung siehst du einen Link und der führt direkt zur Bestandsliste, die ich mehr oder weniger aktuell halte. Manchmal, wenn ich eine Lieferung kriege, dann füge ich jetzt nicht eine Pflanze sofort hinzu, sondern ein paar Wochen erst später. Zum Beispiel kommt heute eine neue Venosa-Mutation, nämlich Smurf, und die teile ich dann nachher noch bei Instagram, dann wirst du das sehen. Selbstverständlich werde ich 2022 in noch mehr Pflanzen investieren und dazu werde ich auch in meinen YouTube-Videos aufrufen, welche ich denn suche, und vielleicht hast du ja eine in deiner Sammlung, die du mit mir teilen möchtest, beziehungsweise die ich von dir käuflich erwerben kann. Und die neuen Pflanzen, die ich mir kaufen möchte, sind eine super Überleitung zu dem Projekt, was eigentlich eigentlich 2023 starten wird. Denn es wird ein neues Gewächshaus geben und nicht so eins, wie ihr hier seht, mit Holz und einer normalen Folie, im Winter mit Noppenfolie abgedeckt, hier Styropor. Nein, es wird ein großes, professionelles Gewächshaus geben mit richtigem Fundament, isoliertem Fundament. Es darf 30 Kubikmeter Rauminhalt nicht überschreiten. Das begrenzt natürlich meine Auswahl. Aber hier werde ich euch dann noch nähere Informationen geben. Ihr werdet mir bestimmt helfen können, wie ich das Fundament richtig erstelle. All solche Dinge. Und es wird auch eine Außenfläche geben, ungefähr 9 bis 12 Quadratmeter, die für die Sarazenien geplant ist, die im Winter überdacht werden kann, auch von unten isoliert ist. Ja, das ist eine der größten Neuerungen. Und was ich dann auch 2023 auch machen möchte, ist ein Ladengeschäft eröffnen, wo ihr mich dann auch besuchen könnt. Auf ein Bier bzw. Kaffee könnt ihr natürlich auch gerne vorbeikommen, wer keinen Kaffee trinkt. Tee ist auch immer da. Aber ich habe mich noch nicht ganz genau damit auseinandergesetzt, welche Regularien ich dann berücksichtigen muss. Ich meine zum Beispiel, ich glaube, man muss einen Parkplatz vorhalten, eine Toilette muss da sein, etc. etc. Da muss ich mich noch reinlesen, das wird 2022 passieren und dann ab Herbst 2023 soll es dann das Ladengeschäft geben. Was ich 2022 noch machen werde, ist, ich glaube, du siehst das hier, dass mein gesamtes Gewächshaus aus allen Nähten platzt. Ich werde noch draußen noch ein zusätzliches Gewächshaus bauen. Nicht so semi-professionell wie das hier, aber es wird für die Sarazenien reichen, um sie zu überwintern. Genau, und das werde ich auch von unten isolieren und von den Seiten. Die werden dann nur von oben dann Sonnenschein bekommen, aber das wird dann nur für den Winter gedacht sein. Und natürlich die Außenfläche draußen wird noch vergrößert, damit ich wesentlich mehr Pflanzen ziehen kann, damit sie 2023 das neue Gewächshaus und die Außenfläche sofort füllen können. 2021 war für mich ein sehr, sehr, sehr interessantes Jahr. Ich habe sehr viel Neues gelernt über Fleischfresserpflanzen. Ich habe meinen Fokus auch auf Sphagnummoos gelegt. Ich habe über 400 Abonnenten bei YouTube erreicht. Gerne möchte ich die 1000 Abonnenten in diesem Jahr knacken. Und das geht nur, indem ich wesentlich mehr Videos erstelle, zum Beispiel über die Pflege der ganzen Sarazenien, die ich besitze. Ich möchte euch dann die ganzen Arten vorstellen, wie man die kultiviert. Auf meinem Blog findet ihr natürlich schon die ganzen Anleitungen, aber die muss ich aktualisieren, denn ich habe sehr viele neue Erkenntnisse gewonnen in diesem Jahr und die möchte ich natürlich an euch weitergeben. In den nächsten Tagen steht erst einmal an, die ganzen Sarazenien hier umzutopfen und sich zu überlegen, wo die jetzt hinkommen, denn ich habe hier wirklich nur noch gefühlt einen Quadratmeter, auf dem ich mich bewegen kann, weil der Rest ist voller Pflanzen plus eine ganz dicke Katze. So, ich wünsche euch jetzt
wunderschöne Weihnachten, einen guten Rutsch. Danke, dass ihr mich bisweilen unterstützt habt. Und bleibt gesund. Wir sehen uns in 2022 wieder. Bis dann. Natürlich nur, indem ich noch mehr Videos produziere. Ich möchte mich auch darauf konzentrieren, euch noch mehr Pflegehinweise zu geben zu den ganzen Sarazenien. Bleiben wir jetzt so, oder was, Tiger? Hilfe! Ah! Wie gehst du jetzt hier runter, ohne dass ich irgendwas kaputt mache? Ah! So, das war ein Kampf. Ja, wo war ich stehen geblieben?